Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer spontanen Harmofaktur. Und zwar sehe ich auch schon OKM Poki, oder wie auch immer man das ausspricht, ist einer meiner längsten und ältesten Freunde. Und für den baue ich gerade einen Rechner und ich dachte mir, das kann ich auch on Stream machen. Dann kann jeder ein bisschen zugucken und vielleicht was mitnehmen und vielleicht mit mir sich hypen lassen auf neue Hardware. Ja? Cool? Dann starten wir mal die Harmofaktur. Wenn das jetzt klappt. Yeah! Und ich habe ein bisschen umgebaut, darum ist auch der Pre-Timer ein bisschen später am Start gewesen, beziehungsweise der Stream. Ich habe einfach mal eine andere Kamera hier hingestellt, damit wir gleich... Hallo, hier, ja. Ich könnte vielleicht sogar noch ein bisschen weiter raus. Damit wir gleich hier alles sehen können, während ich mit der Hardware spiele. Hallo. Und bevor wir überhaupt anfangen, würde ich euch erstmal zeigen wollen, für was wir uns entschieden haben, also was in diesen Rechner reinkommt, beziehungsweise wie viel Geld ausgegeben wurde. Und zwar fangen wir mal an. Das Ganze hier ist übrigens überhaupt nicht sponsert, das ist wirklich einfach nur spontan. Ich hätte den Rechner so oder so dieses Wochenende zusammengebaut und weil heute keiner streamt, dachte ich mir, und ich heute in Hamburg bin, weil wir noch einen Termin hatten, dachte ich mir, dann kann sie ihn auch mitnehmen und hier das on Stream machen. Sonst hätte ich es heute Abend zu Hause alleine gemacht. So, und zwar haben wir ein MSI Mainboard. Warum wir das genommen haben, kommen wir dann gleich zu. Das hängt nämlich auch mit dem Rechner und dem Standort und so weiter ein bisschen zusammen. Und zwar ist das jenes hier oder auf dieser Kamera jenes hier. Und dementsprechend natürlich auch ein Intel-Prozessor. Ja. i7, 8700K und RAM. Ne? Ich kann gleich noch mal ein bisschen, wenn ich hier so ein bisschen das Intro gemacht habe, noch mal drauf eingehen, warum wir das alles so gemacht haben. Ansonsten gehe ich erstmal alles durch, was wir hier haben. Eine SSD. Ne? Samsung MM2, braucht man keine Kabel verlegen, macht das Ganze schön einfach. Dann muss die CPU ja auch gekühlt werden. Stapeln wir mal weiter. Ein Macho empfehle ich immer allen, die irgendwie bauen, weil, kommen wir gleich zu, ist ein Schraubenzieher drin und dann braucht ihr kein Werkzeug mehr. Und er lässt sich super einfach installieren, auch alleine. Also ist zwar cool, wenn man das irgendwie zu zweit macht, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, so wie ich, geht das auch alleine. Dann, klar, Netzteil. Be quiet, einfach aktuelle Serie, ein ordentliches Gerät. Und warum brauchen wir 650 Watt? Darum brauchen wir 650 Watt. Eine RTX 2080, ja? Also, richtig viel Power wird er haben. Nice! So, das Ganze, ich pack die mal wieder alle weg, kommt in ein Gehäuse. Logischerweise. Und die drei Sachen lasse ich noch hier. Obwohl die vier eigentlich. Und das Gehäuse ist jenes hier. Das packen wir dann auch gleich noch aus. Ist Jonsbo. Ist ein Micro-ATX Tower. Das heißt, dieses Gehäuse oder die Größe des Gehäuses hat eben auch festgelegt, welches Mainboard wir nehmen. Prinzipiell finde ich nämlich Micro-ATX von der Größe her ziemlich nice, wenn man irgendwie einen Rechner für sich baut. Ein normales ATX finde ich die Gehäuse immer so sperrig, riesengroß, nehmen so viel Platz auch unterm Schreibtisch weg. Micro-ATX, da kriegst du auch noch eine ordentliche Grafikkarte unter und alle Hardware, die du irgendwie brauchst. Und wenn du dann den ITX, noch eine Stufe kleiner, dann musst du dir schon immer überlegen, was für Hardware du kaufst. Also hier kriegt man noch alles rein, ohne Probleme, wenn man nicht irgendwie 15 Steckkarten haben möchte. So. Und ja,
Ja, ach so, warum MSI? Weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe mit den MSI-Sachen, also mit unserem Sponsoring, dass die Mainboards ziemlich nice sind und auch die Kühler. Das Wichtigste ja bei irgendwelchen Grafikkarten ist okay, natürlich so ein bisschen was für Übertaktungsmöglichkeiten, also ob man eine OC-Variante oder nicht nimmt. Und dann eben das Wichtigste, der Kühler. Ist der leise? Ist so mein primäres Kriterium, wenn ich so nach Grafikkarten gucke. Oder eben, wenn man ein bisschen kleinere ITX-Komponenten hat, eben auch vielleicht die Größe der Grafikkarte. Aber da kommen wir erst später zu. Womit wir anfangen und warum es dieses Board geworden ist und warum es auch ein 390er-Board geworden ist, hängt mit dem Standort zusammen. Und auf diesem Standort brauchen wir WLAN und dieses Board hat direkt WLAN onboard, also der 390er-Chipsatz von Intel. Und dementsprechend können wir das hier einfach nehmen und sparen uns damit in irgendeiner Form eine Steckkarte oder irgendwie ein USB-Gelöt, was vielleicht nicht ganz so geil ist. So, das erste, was wir machen, ist das Mainboard mit CPU, SSD, RAM und dem Kühler ausstatten. Und im Gegensatz zu den anderen HAMU-Faktur-Folgen, wo ich ja die Rechner hier aufgerüstet habe, kommt das ja auch in ein normales Gehäuse. Das heißt, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen mehr mitnehmen, weil die anderen kamen ja in so ein Servergehäuse und das war immer ein bisschen speziell. Und ich habe ja auch nicht so viel netzteilmäßig machen müssen, weil da ja das ja eher eine Aufrüstung als ein Neubau war. Darum habe ich mir gedacht, vielleicht ist das hier auch nochmal interessant, das zu machen. So, wir haben hier drinnen noch... ja, so. Obwohl, ich kann auch einfach mal, ich habe jetzt gemerkt, dass ich weiter hinten mit meinem Sichtfeld bin. Das heißt, nehmen wir den mal ein bisschen höher. Dann baue ich sowieso hier so ein bisschen mehr. Dann sollte das auch immer gut, ja, siehste. Inhalt, IO-Shield, schön. Sogar eine Brücke, das heißt, Felix, falls du irgendwann mal MSI, SLI machen willst, kannst du das hier auch, also zwei Grafikkarten, ein paar Kabel, sogar Kabel eben für Beleuchtung, vielleicht kommen wir da später noch zu, LED-Beleuchtung und wichtig natürlich zwei WLAN-Antennen. Aber die machen wir dann ganz zum Schluss ran, wenn wir das Gehäuse gebaut haben. So, das hier packe ich jetzt erstmal weg. Und während ich noch hier so ein bisschen monologe, fange ich jetzt so langsam an, auch ein bisschen in den Chat zu gucken. Okay, ein Werkzeug habe ich doch immer und das ist immer ein Messer. Dieses hier habe ich besonders lang, hat eine sehr, sehr scharfe kleine Klinge. Auf die Größe kommt es ja nicht an. Und ist irgendwie mein Go-To-Messer geworden für PC-Bau, weil... Kann man nochmal schnell in die Tasche tun. Und auch so Stecker modifizieren, wenn man zum Beispiel alte Gehäuse hat, die nicht kompatibel mit Powerschalter, Power-LED und so weiter sind. So. Das Erste, was ich mache, ist die CPU einbauen. Wenn ich diese Pappverpackung jetzt endlich mal benutzte, bekämpft habe und gewonnen habe. Der MuBoard hat schon den Hardware-Befehl. Nee, der Hardware-Befehl ist für die Rechner hier drin. Also den Hardware-Befehl werden wir nicht machen. Aber vielleicht, Felix, du hast ja die URL, du kannst die ja in den Chat posten. Die wird dann zwar gefiltert, aber vielleicht kann die dann einen Moderator freischalten oder so. Was wir hier machen, und dafür nehme ich das jetzt auch mal wieder hier in die Mitte rein, damit man auch was sieht. Einerseits habe ich jetzt diese Schutzkappe schon abgemacht. Die auf jeden Fall aufbewahren. Ohne die, ne, könnt ihr das Mainboard bei Garantiefällen oder so nicht einschicken, dann wird das oftmals abgelehnt. Ne, kommt ein bisschen auf den Hersteller an, aber meistens ist das so. Dann jetzt das Konzentrieren, Kontemplation. Wenn ich jetzt die CPU dumm fallen lasse, dann kann es sein, dass ich diese kleinen Pins hier verbiege. Ich kann ja auch noch mal richtig rangehen und das ein bisschen zeigen.
Ne? Früher waren ja die CPU-Pins an der CPU und jetzt sind sie am Mainboard. Ganz, ganz viele kleine Pins. Und wenn die verbogen sind, ist das sehr, 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 sehr schwer, das wieder gerade zu biegen. Und ich würde sagen, ich habe in meiner Laufbahn, als ich noch PCs gebaut habe, bestimmt 10 Rechner da gehabt, wo dann jemand sich das alles selber bestellt hat, bei uns dann in die Reparaturwerkstatt gekommen ist und gesagt hat, ja, das funktioniert nicht. Und dann machst du das halt auf und guckst als erstes dahin und siehst, ja, okay, Pins sind verbogen, der ist da wahrscheinlich reingefallen. Ja, kann man nichts machen, musst du dir ein neues Mainboard kaufen und ein bisschen mehr aufpassen. So, dann nachdem das Ding drin ist, einfach zumachen, festmachen, schon ist die CPU drin. Ja, damit ist quasi schon mein Herzklopfen abgeschlossen. Haben wir jetzt hier on-stream nichts kaputt gemacht. Der Rest ist ein Heimspiel, wenn alles funktioniert. Also das größte Problem, was jetzt noch passieren kann, ist, dass irgendeine Komponente dead on arrival ist. Das heißt, die ist schon irgendwie kaputt bei mir angekommen. Und das ist dann immer schade, aber sowas passiert halt. Also damit kann man auch rechnen, ne? Wenn man den anmacht und nichts funktioniert. Kann man nochmal genau alle Kabel prüfen und so weiter. Aber manchmal kann es eben auch sein, dass es dead on arrival ist. So. Dann. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht das große Bild so machen. Da kann ich einmal kurz gucken. Muss ich einmal kurz tauschen. Warte, Leute. Wartet mal. Ich kann ja auch das hier nehmen. Nee, kann ich nicht. Das hier nehmen? Nee, kann ich auch nicht. Warte, hiermit kann ich das bauen, oder? Ah, die wurde verändert. Egal, gehen wir wieder hier hin. Und dann mache ich das per Hand. Dann machen wir nämlich... Da. Warum ist das denn hier alles so kaputt? Egal. Erstmal nicht. Ändere ich vielleicht noch. Ich kann höchstens den Herd komplett machen. Kann ich nicht. Okay, lassen wir so. Vielleicht macht Maurice gerade was. Und deswegen funktioniert es nicht. Den Atem Default laden. Meinst du, das geht dann? Restore. Dann gehen wir nochmal hier hin. Machen die hier. Nö. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen, Maurice. Egal. Ich hätte nichts ändern. Don't run, never change a running system. Maurice, wenn du mir helfen kannst, dann kannst du das einmal kurz machen. Dann mache ich nämlich einfach weiter. Okay, ich gucke mal eben. Vielen Dank, wenn du eh da bist. Ansonsten hätte ich das jetzt unterbrochen. Aber ich fange jetzt einfach mal mit dem Kühler an. Das ist auch nicht so extrem spannend und muss man auch nicht so extrem rangezoomt haben beim Auspacken dieses Kühlers. So, Lüfter. Ne? Nicht verwechseln. Wenn ihr irgendwie mit jemandem redet, das ist ein Lüfter. Das ist ein Kühlkörper und das zusammen ist der Kühler. Ja? Das heißt, wenn ihr sagt, euer Lüfter ist kaputt, dann gehe ich davon aus, dass das hier kaputt ist. Oder, ne? Präzision in der Aussprache. So, dann gibt es hier noch was Leckeres zu essen. So eine ja, schönen Kügelchen. Und wichtig für Leute, die es das erste Mal machen, die Anleitung hiervon ist auch echt gut. Oh, Maurice, yeah. Da ich das aber schon ein paar Mal gemacht habe, also da das eben mein Standardkühler ist, zu dem ich immer wieder zurückfinde. Oh, hervorragend. Dann kann ich noch einmal ein bisschen nach unten. So. Nicht schwindelig werden, Chat. Und kannst du, soll ich die Kamera höher machen oder kannst du mich verschieben, Maurice?
Ja, Zero Craven, genau. Also der CPU-Kühler ist eben auch dafür gedacht. Also ich habe extra so ein Riesengelöt genommen, weil wir haben ja jetzt auch eine CPU, die man übertakten kann. Und da sollte man schon ein bisschen auf den CPU-Kühler achten, weil eben die thermische, also wie heiß der wird, davon hängt ja auch zusammen, wie sehr man den übertakten kann. Und da ist dann das schon ziemlich nice. Wir werden aber jetzt den Rechner selber nicht übertakten. Also ich mache das eben oftmals so, dass ich die K-Prozessoren verbaue, wenn sie gerade frisch sind, ne? Schön warm. Und dann kann man eben in ein, zwei Jahren, wenn man merkt, okay, die CPU limitiert oder ich habe da eine neue Grafikkarte eingebaut und aufgerüstet, dann kann man noch ein bisschen am Takt schrauben und quasi sie wieder auf aktuelle Leistungsgrenzen hin übertakten. So, dann noch ein guter Tipp. Holt euch ein Schälchen, farblich passend dazu. Ich packe die mal hier hin, um die ganzen Kleinteile in irgendeiner Form unterzubringen. Kameraeinstellung bitte parallel zum Tisch, das wird nicht funktionieren. Weil die Kamera, Trapez und so weiter, also es wird nie parallel irgendwie was geben. Entweder ist es oben, unten, links oder rechts nicht gerade. Weil ich kann die Kamera nur so ein gewisses Stückchen so bewegen, aber... Ne? So. So ist schön. Bisschen schade an dem Kühler ist, dass in der Plastiktüte alle Einzelteile nochmal in der Plastiktüte sind. Und ich nehme diese ganzen einzelnen Plastiktüten-Sachen und packe sie in eine Schale. Itchypain fragt, was hältst du von Wasserkühlung? Prinzipiell ist das eine Sache, die ganz cool ist, wenn man gerne bastelt. Es gibt zwar auch All-in-One-Sachen, aber ich bin da so ein bisschen wenn schon, denn schon. Aber weil ich inzwischen keine Lust und Zeit mehr habe, dauernd irgendwie an meiner Kühlung rumzubasteln, finde ich halt Luftkühlung viel besser. Also du musst eine Wasserkühlung ja auch in irgendeiner Form oft warten. Da ist eben das Wasser noch mit dazu. Und sie hat ja trotzdem irgendwie Lüfter. Das heißt, entstauben musst du eh. Und hier musst du es halt direkt da. Und da machst du es über einen Umweg, über den Radiator. Darum finde ich das alles immer ein bisschen, also kann man machen, aber meins ist es nicht. Mehr. Also ich hatte früher auch selber Wasserkühlung in einem System. So, das erste, was wir machen, ist quasi die Rückplatte anbringen. Dafür drehen wir das einmal um. Hier sind auch Aussparungen für die einzelnen Schrauben. Dementsprechend weiß man auch sofort, wo alles hin muss. Es gibt kleine... Genau, Maurice. Unterflüssig Stickstoff, kommt mir nichts ins Haus. Es gibt hier so kleine Plastikteilchen, die als Abstandhalter da reinkommen, weil, wie man vielleicht hier auch sieht, ja, diese Backplate hat ein bisschen Abstand vom Mainboard. Und dafür gibt es dann vier verschiedene. Einmal für Intel und einmal für AMD. Ich habe jetzt die Intel-Dinger rausgesucht. Die kommen dann entsprechend von hinten in diese Löcher rein. So. Und dann gibt es eben verschieden lange Schrauben in diesem Set. Ein bisschen längere und ein bisschen kürzere. Für die, die hier durchgehen, durch das Mainboard, nehmen wir die längeren. Und diese Slots hier, ich kann das vielleicht hier dran noch ein bisschen besser erklären, die sind so ein bisschen dreigeteilt. Na, kommst du? Ja, die sind so ein bisschen dreigeteilt, hier, die hier. Und das ist für die verschiedenen Sockel, also die verschiedenen Intel-Sockel. Und wenn man das hier eben so rauflegt, dann sieht man auch sofort, welche dieser drei Aussparungen in diesem Slot für die Schrauben sind. Und für die normalen Intel-Boards sind es immer die mittleren.
gerade einmal in Chat. ZZYZXID, was für eine CPU hast du denn? Wenn die nach 6 Jahren immer noch okay ist. Meine ist auch schon ja, 6 Jahre, nee, mehr sogar, oder? Also gerade bei CPUs ist es halt so, dass darum habe ich eben auch den größten Prozessor quasi genommen, dass da wenig, also für den Gaming-Aspekt wenig los ist. Das heißt, die haben sich zwar in vielen anderen Aspekten sehr viel weiterentwickelt, aber für den Gaming-Aspekt, wo oftmals Single-Core-CPU-Leistung wichtig ist, hat sich da wenig getan. Und du schreibst ein i5-3570 ohne K. Ja, mit dem kann man auf jeden Fall noch normal zocken. Und weil sich da halt wenig entwickelt hat, kann man die CPUs sehr lange benutzen, was ich prinzipiell auch geil finde. Also Hardware nicht alle 2 Jahre wegschmeißen. Oh, jetzt habe ich, warte, ich muss das auch anders. Halte ich es jetzt so, damit ich es am besten halten kann oder damit ihr was seht? Mache ich mal so, damit ihr was seht. Also ich halte das jetzt einfach fest, habe an jeder Schraube irgendwie ein wenig von meinem Finger oder meiner Hand dran. Und anschließend nehme ich diese Abstandhalter. Ich gehe nochmal ran. Die haben so eine kleine Plastik-Unterlegscheibe und die kommt direkt ans Mainboard. Und dann schraube ich die einfach mit der Hand fest erstmal. So. Dann gucke ich mal wieder in den Chat. Reggae Shark fragt, ob ich mir das Wissen größtenteils selber angeeignet habe. Ja, also ich habe schon immer PC gebastelt, also seitdem ich, also mein erster Rechner war schon ein Bastel-PC, beziehungsweise ich habe schon immer gebastelt in allen Variationen. Ich hatte, glaube ich, das erste Mal gelötet, weiß ich nicht, da war mein Alter, glaube ich, noch einstellig, weil ich auch so eine Werkbank in meinem Zimmer, und also ich habe alles immer schon auseinandergebaut und gebastelt und so weiter. Dementsprechend war auch mein erster PC ein Bastel-PC und damit habe ich einfach weitergemacht, habe mich im Internet schlau gemacht, da ging es ja auch schon mit dem Internet so richtig los und Foren und habe dann auch in einer kleinen Redaktion Hardware getestet. Das heißt, wir haben Sachen gestellt gekriegt, haben die getestet und so weiter und das war Silent Hardware. Und da habe ich größtenteils Gehäuse gemacht. Das heißt, damit kenne ich mich auch aus dem Aspekt relativ gut aus, weil ich da viele verschiedene von verschiedenen Herstellern in der Hand habe, hatte und die auch bewertet habe und so weiter. So, und dann, das habe ich alles während meiner Ausbildung gemacht. Ausbildung ist Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, also eher Programmieren als Kabel ziehen, was ich aber auch gemacht habe. Und dann habe ich während des Studiums bei einem PC-Spezialist gearbeitet in einer Werkstatt und das damit mein Studium finanziert und das jahrelang. Und da ja auch Erfahrung gesammelt. Und weil ich mich selber für dieses Thema interessiere, habe ich mich natürlich auch einfach immer mehr Ahnung bekommen und so weiter. Und dementsprechend ist halt so, habe ich so ein paar Meinungen entwickelt. Also die sind auch nicht allgemeingültig, das heißt, ich will hier auch keine Glaubenskriege entfachen, aber das ist so das, was ich in meiner Erfahrung gesammelt habe. Und ja, dementsprechend empfehle ich halt die Rechner an meine guten Freunde und baue sie auch gerne zusammen, weil das Basteln mir immer noch sehr viel Spaß macht. So, der nächste Step ist diese Plate, weiß ich nicht, Frontplate oder so weiter, noch hier dran festzuschrauben mit dem entsprechend mitgelieferten Schraubenzieher. Das ist ein ganz normaler Philips 2. Und dann nehmen wir nochmal 4 Schrauben. Und was ich besonders schön an diesem Montagesystem finde, ist, ich kann hier alles, wie gesagt, eine Person, jeden Schritt einzeln machen, ohne dass ich irgendwie Hilfe brauche. Und durch diese 2 Plates, einmal Backplate, einmal Frontplate, hat halt auch das Mainboard wenig Stress auszuhalten. Ne? Also das Größte ist eben über diese beiden Metallplates verteilt. Ich kann mich nämlich noch erinnern, so in den Anfang der 2000er gab es auch einige Kühler, die dann vielleicht sogar noch direkt irgendwie an Sockel festgemacht wurden, so AMD-mäßig. Und da hat sich dann schon mal das Mainboard so ein bisschen durchgebogen. Und das ist dann hier nicht der Fall. Einfach weil, wenn sich was verbiegt, ist es das hier oben, ne? Also da, wo gleich die Schrauben reinkommen. Und ansonsten ist das alles stabilisiert.
So, jetzt gucke ich noch mal kurz in den Chat, während ich was trinke. Ixodiade, Intel oder AMD ist 90% der Fälle subjektiv. Stimme ich vollkommen zu. Meine 10%, die ich dann darauf packe, ist einfach, dass die Leistung der Intel-Prozessoren in der Vergangenheit längerfristig auch für aktuelle Games noch gereicht hat. Das heißt, ältere AMD-Generationen, mit denen konnte man nicht so lange arbeiten. Darum ist quasi ein langfristiges, also wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben will, dann kann man Intel nehmen und dann hält das vielleicht auch länger oder kann länger für Spiele geeignet sein. Aber das kann bei Ryzen jetzt ganz anders sein. Aber ich bin dann da so ein bisschen, poche ein bisschen auf meine Erfahrung und also Ryzen ist auf jeden Fall ein geiler Chipsatz, also kein Hate gegen AMD, aber ich bin eher so ein Intel-Nvidia-Typ, der den Rechner auch eher in dem hohen Preissegment, würde ich mal sagen, empfiehlt, zusammenbaut, wie auch immer. Baxter fragt, für wen ist der Rechner? Für einen meiner längsten und besten Freunde, Felix, der auch im Chat ist, als OKM-Poki. Nein, der Rechner wird nicht verlost. Das ist wirklich einfach nur ein privater Spaß von mir, dass ich jetzt hier stehe und den Rechner mit euch, für meinen Kumpel zusammenbaue. So, und wir haben jetzt quasi den großen Aufbau hier schon gemacht. Ich werde jetzt nochmal abwarten. Normalerweise baue ich direkt den CPU-Kühler hier auf, während das Mainboard hier liegt. Das mache ich erst, wenn wir mit dem Gehäuse ein bisschen weiter sind, weil ich noch nicht weiß, wie ich den positioniere. Also es kann sein, dass ich den so haben möchte oder so haben möchte. Das werde ich gleich nochmal sehen. Vielleicht muss ich dann auch das alles hier noch ein bisschen drehen. Wahrscheinlich wird er so sein. Gucken wir aber gleich mal. Darum baue ich den jetzt noch nicht an. Was wir aber auf jeden Fall einbauen können, ist die SSD. Weißt du noch, was dein erstes selbstgebautes System war? Auf jeden Fall irgendwie so 233 Megahertz, irgendwie sowas. Also, ne, richtig alt. Aber das waren dann alles auch Systeme, wo dann Gebrauchtkomponenten von meinem Vater angeschleppt wurden und wo ich dann selber noch ein bisschen modifiziert habe oder so. Aber mein erstes selbst gekauftes, von meinem eigenen erarbeiteten Geld, war, als ich einen ganzen Sommer in einem Kunststoffwerk geschwitzt habe und daraus habe ich mir ein Pentium 4 1800 oder so gekauft und eine GeForce 4200 Ti oder so, ja, ich glaube. Also das war so der erste, richtig. So, die SSD. Guck mal, wie mickrig die ist. Ja, mickrig heißt aber nicht, dass sie schlecht ist. Wie ihr seht, 500 Gigabyte. So. Und die kommt in einen dieser Slots. Wie ihr seht, gibt es an diesem Mainboard zwei Slots. Einmal hier unten. Hier kann die Karte rein. Und hier. Zusätzlich bei beiden Slots gibt es immer auch noch Löcher, weil die gibt es in verschiedenen Längen. Das heißt, hier kann ich die reinmachen, eine, die ein bisschen kürzer ist und eine, die noch ein bisschen kürzer ist. Und hier kann ich reinmachen eben auch diese drei Variationen und sogar noch eine, die noch viel länger ist. Ne? Weil für ein bisschen mehr Speicher braucht man eben auch ein bisschen mehr Platz, was die Chips angeht. So. Die ist ja niedlich, sagt Balder. Ja, auf jeden Fall. So. Gucke ich gerade noch mal auf den Chat. Hold your color, sagt WTF, ist das die Festplatte? Ja, das ist sie. So, ich gucke jetzt einmal ins Mainboard-Handbuch, ob es eine Empfehlung gibt, welche der beiden Slots ich als erstes mit einer Festplatte
befüllen sollte, weil es gibt hier immer, also Handbuch, Mainboard-Handbuch ist auch eine wichtige Sache, die ihr euch angucken solltet, wenn ihr mal einen Rechner zusammenbaut. Da sind wirklich wichtige Tipps dabei. So, und ein Tipp ist auch, und das ist immer hier, in welcher Reihenfolge man die RAM-Slots befüllen sollte. Ne? Das heißt, hätte ich nur einen, kommt er da rein. Also in den zweiten habe ich zwei, kommt es in den zweiten. Und in den vierten habe ich vier, kommen natürlich alle vier rein. Aber wichtiger Tipp. So, dann gucke ich. M2-Modul. Steht jetzt nichts. Steht jetzt hier nur, ich könnte sogar einen QR-Code anklicken, abfotografieren und dann ein Video für den Einbau bekommen. Ja. Wenn jetzt hier nichts steht, in welcher Reihenfolge das am sinnvollsten ist, dann würde ich mal sagen, es ist scheißegal. Darum nehmen wir einfach mal den unteren, weil dann muss ich nicht diesen Abstandhalter verändern. So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ah, schade. Da braucht man einen kleineren Schraubenzieher. Dann muss ich den einmal kurz holen. Dum-di-dum, dum-di-dum. Den habe ich natürlich da, aber dann kommt ja gar nicht mehr mein Tipp hin, dass man kein Werkzeug braucht, um einen Rechner zusammenzubauen. Ist natürlich schade. Braucht man bei den SSDs zumindest noch einen winzig kleinen Schraubenzieher. Ist auch der kleine Bruder. Ja. Um diese Schraube zu lösen. So. Dann packen wir die mal rein. Gibt es auch nur eine Richtung, wie sie richtig passt. So. Und wie ihr seht, steht sie auch hoch, wenn man sie nicht festschraubt. Das heißt, die Schraube braucht man auch auf jeden Fall. So. Weil das jetzt hier nicht magnetisch ist, stellt sich das als komplizierter dar als gedacht. So, jetzt. Gut. Schraube rein. Festplatte fertig. So, damit haben wir die SSD installiert. Den Speicher haben wir ja eben schon im Handbuch geguckt. Das ist jetzt dieser hier. Soll in diese beiden Slots. Können wir ja auch schon reinmachen. Vielleicht nehme ich den nachher auch nochmal raus, wenn ich den Kühler richtig installiere, aber packen wir ihn erstmal rein. Und damit ist quasi schon der größte Teil, den man am Mainboard macht, abgeschlossen. Und wir gehen, ich nehme auch mal die Tüte, damit ich weiterhin das Mainboard auf diese Tüte lege. Nehme hier mal alles Equipment vom Kühler weg. Und dann fangen wir jetzt mal an. Einmal dem Gehäuse auszupacken. So, und ich habe gesehen, ja, also wenn gleich was kaputt ist, dass dieses Gehäuse auf jeden Fall schon mal ausgepackt wurde. Wahrscheinlich bestellt und wieder zurückgeschickt. Habe ich hier gesehen, weil hier sieht man, dass hier schon ein bisschen was weggeschnitten wurde und dann nochmal mit dem Klebeband rüber. Wollen wir mal gucken. Hier, auch ein Tipp. Wenn ihr so eine Gehäusekartons habt, wie kriegt man das am dümmsten raus, ohne dass irgendwas kaputt geht und so weiter? Mein Tipp ist, einfach kippen. Ja? Ich habe jetzt die Seite nach vorne, dann mache ich auch nochmal den hier so nach hinten. Und dann, ach, wahrscheinlich hängt es hier noch fest. Und an den unteren beiden. Tada! So, dann wollen wir mal schauen. Im Normalfall ist immer die Öffnung unten. Yes! Ähm,
Ja. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Okay, Leute, vielleicht ist der Stream jetzt schon vorbei. Das ist nicht das Gehäuse, was ich bestellt habe. Da hat, ja. Steht auch drauf, dass es nicht das ist. Ich habe mir den Karton von außen gar nicht richtig angeguckt. Interessant. Ich werde jetzt nicht den Händler dissen. Doch, es soll ein Jonsbo sein. Aber es ist auf jeden Fall nicht das, was ich bestellt habe, bestellen wollte. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Laptop und gucke nochmal genau nach, was ich da bestellt habe. Vielleicht habe ich ja auch den Fehler gemacht. Kann man ja auch immer denken. Falls das so ist, dann fahren wir einfach damit fort. Es sei denn, Felix sagt, Veto, Veto. Aber ich glaube, wir wollen beide diesen Rechner in irgendeiner Form abgeschlossen haben. Du bei dir zu Hause. Zum Gamen und ich nicht nochmal irgendwie tausendmal hin und her, aber das ist gerade ein mega Bummer. So. Dann logge ich mich mal ein. Wo ist denn das? Da. Meine Bestellung. Details. Dö, 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 dö. Wo ist denn das Gehäuse hier in dieser Liste? Details. Da. Nee, ich habe das Richtige bestellt. Bummer. Riesenbummer. Da muss ich einmal kurz Felix anfragen, was er dazu sagt. Ich muss auch selber gucken, was das jetzt hier auch... QT01 heißt das hier. Das gibt's hier auch gar nicht. Also in meinem... QT01 gibt's in keinem Shop das Gehäuse, was es hier gibt. Dementsprechend weiß ich auch gar nicht, was das kostet. Also wie viel billiger das überhaupt hier ist. Es gibt einen Nachfolger. Und der ist auch nicht mehr lieferbar. Ich weiß nicht, in welcher Ecke die dieses Gehäuse noch in ihrem Lager gefunden haben. Aber es ist schon antik. Würde ich mal sagen. Okay, ist auch 30 Euro günstiger als das Original. Also das Gehäuse an sich ist ähm,
eigentlich das RM3. Und das habe ich genommen, weil es komplett aus Alu ist. Ziemlich nice zu bauen. Ich achte ja auch immer drauf, wenn ich irgendwie Computer baue, dass ich mir nicht irgendwie alle Hände aufreiße an scharfen Kanten und so weiter. Ja. Und die waren eigentlich ziemlich cool. So. Ich guck mal, ob Felix irgendwie was im Chat geschrieben hat. Nachricht gelöscht. Geplant war, ach da. Ja, genau. Das RM3. So, Felix, sag mal an, machen wir weiter mit dem? Und ich versuche irgendwie mit dem Shop später, du entscheidest. Okay. Es ist halt größer. Ja, ist kein Micro-ATX, wie ich eigentlich gesagt hatte. Irgendwie ist auf jeden Fall günstiger. Also, da fehlen schon mal Schrauben. Okay, ist nicht verbogen, war bloß nicht richtig eingesetzt, die Seitentür. Wir gucken einfach mal rein, ja. Zur Not können wir auch den Chat entscheiden lassen, wenn wir beide unsicher sind. Ich mach mal, warte, wahrscheinlich ist das die Supersource, ne, Maurice? Dann mache ich die einfach mal an. Dann können wir beide reingucken. Irgendwie kann ich hier nichts steuern. Vielleicht muss ich hier einmal kurz raus. So, geht das jetzt? Ja. Was habe ich jetzt runtergeschmissen? Eine Schraube, okay. So, und das Gehäuse sieht von innen so aus. Ja. Fühlt sich prinzipiell nicht so, also fühlt sich nicht kacke an. Sagen wir es so. Das Gehäuse ist an sich nicht kacke, es ist nur nicht toll. Warum ist es nicht toll? Alles Plastik. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in der Werkstatt kamen regelmäßig Leute an, die sagen, mein PC geht nicht an. Das ist ja immer das Fehlerbild, was man so bekommt. Und das PC, der PC geht nicht an, ist, kann ja einmal alles sein. Und das einfachste zu behebenste Ding war, der Powerschalter, der hier auch in so einem Plastik-Ding drin ist, da sind dann irgendwelche Nippel weggebrochen und auf einmal funktioniert er nicht mehr. So, wir haben ja auch eine Tür, die wir nicht brauchen, weil wir keine optischen Laufwerke haben. Also prinzipiell USB 3, Audio, alles hier oben. An sich ganz cool, aber das hier ist alles Plastik. Das hier ist alles Blech, also kein Alu, dementsprechend ein bisschen schwerer. Und ja, genau, Zardon Kilominati, optische Laufwerke in 2018. Felix sagt, ich glaube, der Chat und ich sagen, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, leider. Irgendwie schon, ne? Planänderung. Hamu zockt Dota. Ja. Thundergod sagt, ich habe dasselbe Gehäuse und bin top zufrieden. PC ist 3 Jahre alt und noch alles super. Was soll ich jetzt mit dem Freitag machen? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Sad. Wir können noch ein bisschen unboxen zumindest, weil die Grafikkarte, die können wir auf jeden Fall noch mal unboxen. Ist auf jeden Fall traurig. Traurig, Leute. Gut, ich hätte es auch schon vorher wissen können, wenn ich mir dann den Karton noch mal genau richtig angeguckt habe, aber ich habe nur Jonsbo gesehen und gesehen, dass der schon mal geöffnet war. Dass es dann auch das Falsche ist. Das habe ich nicht überprüft und muss ich mir selber zuschreiben. So, wo ist jetzt die eine Schraube hingefallen, die eben... Ja. So. Hier runtergefallen ist. Hier fehlt nämlich jetzt auch schon eine Schraube und so weiter. Also
Ja, dann machen wir das wieder, bauen wir das wieder zusammen in den Karton rein, alles. Super. Schade, Leute. Schade. Dann zeige ich euch noch, wie man das Ganze auch wieder in einen Karton reinkriegt, ohne dass was kaputt geht. Wieder die Plastiktüten auf. Ja. So. Und dann stellen wir das genauso hin, wie wir es eben hatten. Und gehen wieder von oben rüber. So, bis wir das so haben. Und dann können wir den wieder kippen. Ein wenig hier festhalten. Und schon ist er drin und weg und kann weggeschickt werden. Yay! So. Inboxing-Video, genau, wir machen jetzt das Inboxing-Video. Nein, ich mache zumindest nochmal, um eine gewisse Befriedigung zu haben, hier die RTX auf. Ja, schade, Leute. Schauen Sie. JNSWR, genau das habe ich schon gemacht, auf dem Mainboard verbauen. So. Dann gehe ich hier nochmal in die hier. Yes, richtig nice. Schön großer Kühlkörper, große Kühler. Finde ich gut. Ist der Preis für die Graka gerechtfertigt? Das muss jeder für sich selber feststellen, glaube ich. Im Endeffekt kannst du mit einer 150 Euro Grafikkarte spielen, musst sie bloß häufiger austauschen. Und dann kannst du selber dir ausrechnen, okay, wie häufig muss ich sie austauschen und in welchen Details und in welcher Auflösung muss ich 4K haben oder soll ich, reicht mir eigentlich Full HD und so weiter. Also das ist wirklich so ein Ding, das sind Luxusprobleme und je dicker dein Portemonnaie, desto mehr könnte es sich für dich lohnen und je dünner dementsprechend nicht. So, ich habe noch eine Sache gelesen gerade. Theoretisch könnten wir den einmal aufbauen, um zu sehen, ob alles funktioniert. Ja, das könnte ich jetzt machen, aber dann habe ich noch mehr auseinandergerissen. Ich will jetzt nicht auch noch das Netzteil auseinanderbauen und so weiter. Also packe ich jetzt wahrscheinlich einfach alles ein und warte, bis das Gehäuse da ist. Und vielleicht, wenn es passt, fahre ich nochmal ins Studio. Wahrscheinlich aber nicht und dann baue ich den zu Hause weiter. Leider, Leute, leider. Dota macht Sinn. Dota, bis das Gehäuse da ist. Ach, ich weiß nicht. Also ich habe echt... ja. Ich stehe erstmal, bis diese Entscheidungsfindung abgeschlossen ist, hier so ein bisschen, gucke ein bisschen in den Chat und gleich lese ich nochmal ein paar Subs vor. Währenddessen überlege ich mir, ob ich jetzt noch irgendwas anderes mache oder ob wir jetzt einfach den Chat als großen Fail abbrechen und ich nach Hause fahre und ich noch was vom Freitagabend habe. Kein anderes Gehäuse im Haus, was du temporär nehmen kannst. Theoretisch, ich könnte mal gucken, ob ich noch eins da habe oder ob ich alle bei mir im Keller habe. Muss ich gleich nochmal gucken.
So, ich gucke auf jeden Fall jetzt einmal in die Subs, weil ich schon die ganze Zeit höre, das Gebimmel, wenn Subs verlesen werden. Und da freue ich mich natürlich super drüber. Ich weiß jetzt aber nicht, was hier alles schon vorgelesen würde. Ich nehme einfach mal den letzten, der nicht vorgelesen wurde. Vielleicht war das der letzte, den Matteo gestern Abend vorgelesen hat, wurde. Und nehme dann den nächsten, da ist zumindest einer abgehakt, und sage, vor 18 Stunden hat Zwiebelneid gesubbt, genauso vor 18 Stunden. Duck, Duck, Danny. Vielleicht wurdet ihr schon vorgelesen, dann habt ihr es jetzt doppelt so gut. Dann vor 7 Stunden Kogu 14 mit Prime für 4 Monate. Vor 6 Stunden C20H12O5. Da könnt ihr selber gucken, was das genau ist. Hat subscribed. Ich weiß nicht. Schreibt mal bitte in den Chat, was das für ein chemisches Element ist. Xalandra hat resubscribed für 11 Monate mit Prime und schreibt, noch einen Monat, dann ist das Jahr voll, auch wenn ich euch schon länger schaue. Ja, cool, danke. Dykes hat für 16 Monate mit Prime gesubbt. Bebop Braunbär hat 101 Bit gecheert. Dankeschön. Auch einer meiner Kumpels. SpookyWookie 19 hat resubscribed für 11 Monate mit Prime und schreibt, wup, wup. Okmi Pokmi, so nenne ich ihn immer, Felix hat subscribed, und das zum ersten Mal, das ist natürlich traurig, Felix, dass du jetzt erst subscribest. Dann Greyfox 2009 hat resubscribed für 16 Monate und schreibt, Hamu mit Handwerk gebastelt, nice, perfekt zum Entspannen am Freitagabend, ja, habe ich mir auch gedacht, Leute. Dann nochmal 100 Bits gecheert von Bebop Braunbär. Und Mrs. Smoke resubscribed für 19 Monate und schreibt, 19 Monate Bonjour, fast so gut wie Pommes. Dann GlotzmixYT hat subscribed. Kulo1987 hat resubscribed mit Prime für 5 Monate und schreibt, wup, wup. Und vor 2 Minuten hat Gigi Storm für 12 Monate resubscribed mit Prime und schreibt, Subs vorlesen von Hamo, das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen, Herz. Genau, Felix. Wer zu spät subscribt, den bestraft das Leben mit einem falschen Gehäuse. Genau. So, ich gucke einmal. Also ich könnte natürlich das auch temporär zusammenbauen. Das Problem ist, dann muss ich es auch wieder temporär auseinanderbauen. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwie ein Gehäuse stehen habe. Da gucke ich nämlich. Ich habe letztens nämlich hier ein bisschen aufgeräumt und ich weiß jetzt nicht mal, was ich alles hier noch so rumstehen habe. Hinterm Studio, da wo ihr ja nie hingucken könnt, weil da ist mein Chaosgebiet. Da steht noch ein Rechner, wie es aussieht. Ist auf jeden Fall ein Gehäuse. Also man könnte temporär jetzt hier was machen, um die Massen zu befriedigen, die einen PC-Bastel-Stream erfahren wollen. Ich habe hier gerade gefunden. Ein Gehäuse. Und zwar dieses hier. Seitenteile gibt es auch. Hier. Ja. Das hat zumindest kommen Sie hoch, liebe Kamera. Ja, Staub, ja. Ein Bonjour-Aufkleber. Die Front ist aus Aluminium und hier sind schon ein paar von den Blenden nicht ganz gerade drin. Das ändern wir mal. Und ich kann euch, glaube ich, auch erzählen, ich glaube, das Gehäuse war eins, womit ich einen PC zusammengebaut habe für die Gamescom 2016. Wo war das? Mit der ESET, die wir mit ESET zusammen gemacht haben. Das war, glaube ich, einer von den PCs, die an der Bühne standen. Also das heißt, vielleicht wurde mit diesem PC schon von unseren Finalteilnehmern gespielt. Ist auf jeden Fall Aluminium. Guck mal, ein Firewire hat es sogar. Gut, das Mainboard hat keinen, aber falls du deinen alten iPod anschließen willst.
Der hat einen Bonjour-Sticker. Was eine Frage. Ja, warte, ich. Dann nehme ich einmal kurz ein Tüchlein. Und entstaube. Es stand schon ein wenig länger hier hinten drin. Und ich glaube, es kann allgemein auch mal ordentlich abgewischt werden. Also, was auch gut ist an diesem Gehäuse, man kann diese Front abnehmen und hat hier den Staubfilter für die Luft, die hier reingeht. Den kann man abnehmen. Der ist auch staubig, wie man sieht. Und den kann man dann einfach sauber machen. Mit dem Staubsauger abwischen, absaugen oder sowas. So. Und den mache ich jetzt einmal sauber. So, und die kann man halt auch gut auswaschen. Das Gute an einmal ausspülen ist, es staubt nicht, weil der Staub vom Wasser gebunden wird. So, und dann lege ich das zum Trocknen einmal hier hin. Felix sagt, wenn es passt, dann passt's. Haben Felix und ich das gleiche Gehäuse? Nein, habt ihr nicht. Das hier ist ein bisschen größer und ein bisschen anderes Design, aber es ist vom gleichen Hersteller, sagen wir es so. Das wackelt ein bisschen, da muss ich gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall ist hier auch noch sehr viel Staub. Das stand länger, ungenutzt. Ich habe für Staub am PC, ja, ich habe ja hier im Studio auch keinen Kompressor. Bei mir zu Hause habe ich einen, pumpe ich mein Fahrrad mit aus oder puste staubige Rechner mit aus. Aber mein Tipp für, wenn euer Rechner staubig ist, ein ganz normaler Mana-Pinsel, guck mal, ich habe den sogar belabelt als Staubpinsel, damit er nicht hier für irgendwie was anstreichen benutzt wird. Und damit kann man ganz einfach Sachen entstauben, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Weil wenn ihr zum Beispiel den Staubsauger ansetzt am Rechner, der ist statisch aufgeladen. Und da kann es schon sein, dass ihr damit euren Rechner kaputt macht. Punkt. So. Genauso drehen die Lüfter mit, wenn ihr in irgendeiner Form mit dem Staubsauger oder mit dem Kompressor dran arbeitet. Damit könnt ihr auch euer Mainboard schrotten. Das könnt ihr alles mit dem Pinsel nicht, wenn ihr das einfach nur so abstaubt. Yeah, Profi-Tipp. So, Gehäuse. Ich habe mal hier alles abgemacht, was wir gerade nicht brauchen. Prinzipiell hat das Gehäuse hier auch einen Laufwerkskäfig für, ich weiß nicht, wie viele Festplatten. Da wir das aber nicht brauchen, bleibt das auch draußen. So, ich gucke einmal. Der Lüfter ist wahrscheinlich genauso alt wie das Gehäuse. Dementsprechend nehmen wir den raus. Ich habe hier auch noch ein paar Ersatzlüfter rumliegen, die wir nehmen können. Dann sind wir auch nicht so, also dann haben wir auch einen ordentlichen Lüfter, der sauber läuft. Und auch schön leise ist. Also da lohnt es sich schon, irgendwie ein bisschen mehr in Lüfter zu investieren. Vielleicht auch nicht unbedingt die mitgelieferten. Also wenn ihr nicht gerade ein gutes, teures Gehäuse kauft, vielleicht nochmal einen Lüfter dazu mitzubestellen, der vielleicht ein bisschen leise ist. Weil im Endeffekt sind diese Gehäuselüfter die Lüfter, die die ganze Zeit laufen. Wenn ihr im Mainboard das richtig konfiguriert habt und eine Grafikkarte mit entsprechendem BIOS, also vom Hersteller kauft, dann drehen die im Office-Betrieb gar nicht. Und wie ihr seht, hier, der ist ordentlich staubig. Den nehme ich jetzt einfach mal hier so weg. Wolfstrudel, Luftspray. Ja, haben wir im PC-Geschäft auch verkauft. Aber ich kann deine Erfahrung nicht teilen, dass es relativ lange hält. Also ich hatte immer das Gefühl, dass diese Dosen sehr, sehr schnell leer gehen. Aber vielleicht habe ich es auch irgendwie ein bisschen übertrieben beim Pusten oder so. Wie heiß ist eure CPU jetzt in diesem Moment? Da mein Rechner gerade nicht läuft. Raumtemperatur? Muah.